Schuljahr endet mit einem neuen Projekt, das hauptsächlich für die Sechstklässler war. Es heißt Sommerlesetage. Vor den Ferien bekamen die Klassen Lesezeit während des Vormittags, um zu lesen und nochmals zu lesen. Was, das durfte sich jeder natürlich selbst aussuchen. Sachbücher, Romane, Graphic Novels, Kurzgeschichten, alles war erlaubt, was gefiel und ein Buch war. Das, was einem nicht so gut gefiel, wanderte schnell wieder zurück ins Regal. Die Bücher mussten nicht bis zum Ende gelesen werden. Am Schluss konnten alle, die wollten, für das Buch, das sie gelesen hatten, eine Eiskarte ausfüllen. Diese Karten wanderten in die Bibliothek hier in der Weibelfeldschule und in den Buchladen in Dreieichenhain. Jetzt können unsere Empfehlungen den Sommer über allen Kindern, Eltern, Großeltern und allen anderen, die sich dafür interessieren, schnell helfen, ein gutes Buch zu finden.